Ja, Frau Präsidentin, geschätzte KollegInnen, auch wegen des Asylverhinderungspakets 2 werden wir in Zukunft wieder verstärkt mit alleinfliehenden Frauen, teils mit Kindern, teils ohne, zu tun haben. Natürlich ist die Flucht durch das Europa der neuen Stacheldrahtzäune für alle Menschen eine Tortur. Wir sehen es gerade wieder in den Medien, ein Spießrutenlauf durch die Kälte und die Tränengasschwaden, den wir ihnen ohne Not aufbürden. Frauen, gerade Frauen mit Kindern, leiden allerdings besonders darunter, auch wegen der patriarchalen Vorstellung in den Ländern, aus denen sie fliehen, aber auch aufgrund des strukturellen Sexismus, der ihnen auf dem Weg und am Ziel begegnet. Frauen, die es alleine oder mit anderen schaffen, ihr bisheriges Leben hinter sich zu lassen, den beschwerlichen und gefährlichen Weg anzutreten und das vermeintlich sichere Berlin zu erreichen, haben schon alleine deswegen unsere besondere Unterstützung verdient, sich eine sichere und vor allem selbstbestimmte Existenz aufzubauen. Die Berliner Fraueninfrastruktur, darüber haben wir hier schon viel geredet, wurde seit Jahrzehnten an einer sehr kurzen Leine gehalten. Das sehen wir selbstverständlich genauso wie Kollegin Kofbinger. Das haben wir ja auch während der Haushaltsverhandlungen deutlich gemacht. Die Frauenhäuser beispielsweise klagen seit Jahren über zu wenig Mittel. Schon 2014 konnten 827 hilfesuchende Frauen nicht untergebracht werden, was der Senat und die Koalition nicht als Grund sahen, sie besser auszustatten. Deswegen ist völlig klar, dass die Mitarbeiterinnen dort, seien sie noch so qualifiziert, sich jetzt nicht auch noch nebenbei um Frauen aus den prinzipienbedingt sehr gewaltgeneigten Massenlagern kümmern können. Diese sind damit schutzlos. Für Projekte der Ausbildungs-, Arbeits- und Selbstständigkeitsförderung gilt dasselbe. Eine deutliche Aufstockung ist davon nöten. 10% der pauschalen Mehrausgaben fordert der Antrag. Das ist eher noch tief gegriffen. Denn es geht ja auch um die Einsparung von Kosten. Jede Frau, die einen Ausbildungsplatz oder eine Arbeit findet oder sich selbstständig machen kann, die sich sozial versichern kann, die eine eigene Wohnung beziehen kann, verursacht weniger Kosten für die öffentliche Hand. Das ist also demnach eine nachhaltige Investition. Aber das wurde ja jetzt alles prinzipiell schon angedeutet in den vorhergehenden Reden. Deswegen möchte ich jetzt noch auf einen wichtigen Punkt kommen. Denn während staatliche Strukturen bislang versagt haben, ausreichende Schutzräume für Frauen und queere Menschen zu schaffen, gerade für solche mit Fluchterfahrung, haben autonome Projekte diese Lücke gefüllt. Auch in den Häusern in der Riga-Straße, auch auf Wagenplätzen wie dem radikal-queeren Kanal in Neukölln. Und diese wichtigen Einrichtungen sind akut bedroht. Nicht durch Mittelknappheit, weil sie ohnehin keine öffentlichen Mittel bekommen, sondern durch die Gentrifizierung der Stadt und die Versuche, missliebige Projekte einfach dadurch loszuwerden, dass ihre Flächen für den Bau von weiteren Massenlagern angeboten werden, sodass diejenigen, die sich für ihren Erhalt einsetzen, absurderweise als AsylgegnerInnen diffamiert werden können. Deswegen müssen wir bei der Sicherung spezifischer Angebote zur Integration und Partizipation auch ein bisschen Flexibilität wagen und auch außerhalb der üblichen Strukturen wichtige Projekte stärken und erhalten, statt sie zu bekämpfen und dem sogenannten freien Marktpreis zu geben. Ich bin sehr gespannt auf die Anhörung zu diesem Antrag in einer Woche. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kowalewski.